Dramatische Szenen an einem russischen Schwarzmeerstrand. Urlauber liegen im Sand, sonnen sich, planschen im Wasser, als plötzlich ein russisches Kampfflugzeug ins Meer stürzt. Der Pilot des Kampfjets des Typs Su-25 verliert während einer Trainingsmission die Kontrolle, rettet sich zunächst mit dem Schleudersitz und per Fallschirm, kommt aber bei einem Rettungsversuch offenbar ums Leben, wird später für tot erklärt. Wie es zu diesem seltsamen Vorfall gekommen ist, wird jetzt ermittelt. Bild-Militärexperten ordnen die Bilder als echt und aktuell ein. Der Vorfall wird zigfach im Netz geteilt, viele Nachrichtenagenturen berichten über den Absturz, ein Rettungshubschrauber einer nahen Militärbasis kreist über dem Strandabschnitt. Und so schauen die offenbar hauptsächlich russischen Touristen am Strand fassungslos zu, wie eine ihrer Maschinen plötzlich im Meer zerschellt.